Willkommen zurück hier bei Horizon Zero Dawn. Hier steht unser Reittier. Wir haben einen Läufer als Reittier. So. Wir sind hier. Wir sollen hier hin. Hier ist eine Ruine. Wir sollen mit Val reden, der ist hier hinten. Becken vom Haupttor. Ah ja, dann kommen wir wahrscheinlich hier raus. Eieiei, hier ist ein... Okay, da wissen wir noch nicht, was es ist. Hier haben wir keinen Namen. Gut. Joa, so, was haben wir hier? Ein Händler, okay. Das ist Mutterherz. Hier hat... Hier irgendwo hat Ross, glaube ich, gewohnt. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, naja, ist ja auch egal erstmal. Wir sind hier. Gut. Wir sollen dahin. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal hin. Aber besser gesagt, reiten wir einfach mal hin. Da lang. Mit der Maschine ertrunken, ne? So. Mutterherz. Ne, da wollen wir ja nicht hin. Machen wir mal voll. Das ist voll. Das ist voll. Das ist auch. Oh, können wir sogar wieder ein Ab. Okay. Was habe ich denn jetzt hier? Feuerpfeile, Jagdpfeile, Präzisionspfeile. Genau, ah, Fesselseil, okay. Bleiben wir mal bei. So. Gut, ja. Als ob die Maschine das merkt, wenn du. Wenn man da mit den Füßen dran tritt. Das ist ein Händler. Wie kam ich von. So kam ich von dem. Oh. Hallo? Ups, ich würde sagen, wir haben keine, nicht genug Scherben, wa? Wenn ich das hier so richtig sehe. Naja. Wird dann nicht. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Vorsichtig! Wow. Holt es näher ran! Näher! Hi. Val, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber... Sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Ah ja. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Na, Maschinen, was sonst? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie... Hab mein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Oh. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ouch. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke.
Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Eieiei. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Hey. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Oh. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Aha. Okay, wir sollten sowieso erstmal das hier machen, weil für das andere sind wir noch zu schwach. Haha. Gut. Sagen wir, haben wir Nebenquests? Nee, Aufträge auch nicht. Hier haben wir eine. Stolperfalle, Seilwerfer. Ja, interessiert. Aber die Tutorials, schön und gut, aber die brauche ich nicht. Oh, wir sind gerade mal Level 8. Sollten mal gucken, dass wir. Dass wir ein bisschen stärker werden. Die Göttin schütze dich. Ich hoffe es. Wow! Ein ganzes Leben. Immer im Becken. Ja, und jetzt? Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Erstmal wieder ein paar Sachen hier sammeln. Vor allem, genau. Ja. Karte. Wir sind hier. Oh, hier ist. Da ist auch was, gut. Da auch. Jupp. Da sollen wir hin. Na gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Ups, falsche Taste. Da hin. Folgen einfach. Oder? Müssen doch einfach dem Weg. Genau, einfach dem Weg folgen und dann nicht links abbiegen, sondern geradeaus. Da müsste man wahrscheinlich auch gleich schon wieder einen rufen hören. Da ist doch. Da kommt einer. Hi. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Aha. Es, lief nicht so gut. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Im Text unten stand Graser und nicht Läufer. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst?
und ich nicht mit dir reden soll. Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Es klingt, als wäre irgendwas hinter uns. Ich muss jetzt los, Crane. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Da ist was. Oder ist das... Das ist unser, oder? Weiß nicht, ne. Ach, egal. Im Jagdgebiet. Das hier? Könnte sein. Wir gehen einfach mal hin. Er sagte ja bei dem Hügel. Aha. So, was haben wir denn hier? Das können wir gewinnen, okay. Gucken wir mal. Das brauche ich später noch. Schauen wir mal, ob wir besser sind. So. Hier ist ein Feuer, perfekt. Und du bist eine Händlerin? Ja, gut, wir können hier eh nichts machen. Okay. Du bist der Typ, der. Hallo. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren. Nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Hm. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Oh. Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Mhm. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Werkzeugprüfung? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Okay. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Na, was für eine Überraschung. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen? Ohne die Erlaubnis der Stammmütter?
Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Ja, das glaube ich auch. Bereit, deine Prüfung zu wählen? Ja. Nur Teileprüfung, Holzstapelprüfung. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Okay. Doch, 16 eigentlich. Egal. So, was denn für die Stämme da? Ja, hui. Ach, so geht das, okay. Ich schürf mir alles auf. Drei Maschinen. Vielleicht sollte ich mal ein paar Steinchen werfen, ne? Ach komm, wo rollen die denn hin? Ich kann diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss herausfinden, wie das geht. What the f... Alter! Schaut mal, die stehen alle da unten, aber wir haben keine getroffen. Ui, geschafft. 1,52, okay. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Gerade so irgendwie geschafft. Oh, interessant. Interessante Prüfung. Mal gucken, was er sagt. Hüpp. Hopp. Gerade so geschafft, okay. Na? Wie hast du beim ersten Mal eine Glutsonne? Du bist echt gut, selbst für eine Nora. Cool. Okay, was ist das Teste hier? Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Gut. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Okay, also das mit dem Holz, das war echt Glück, dass der letzte, den wir da abgeschossen haben. Da sind sie. Graser, jawohl. Ah, zu weit. Erstmal muss gleich der Wächter hier weg. Na egal. Du bist ein Graser, jawohl. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Die 10 Behälter in 1,30 schaffe ich nicht. Keine Chance.
Keine Chance, das wird nichts. Da habe ich am Anfang zu lange gebraucht. Oh, hi. Da habe ich am Anfang zu lange für gebraucht. Ich habe erst 4? What the fuck? Was soll denn das? Okay, jetzt habe ich 20 Minuten Zeit, super. Immer schön leise. Ernst? Ey, das gibt's doch nicht. Wieso trifft die denn nicht? Wer hat denn noch was? Der. Okay, das mache ich nochmal. Das machen wir gleich nochmal. Das geht besser. Ich habe am Anfang zu lange gebraucht. Das geht besser, das machen wir nochmal. Beim nächsten Mal. Allerdings, erstmal der Part ist schon vorbei. Mal gucken, was er sagt. Das war schlecht. Das war schlecht. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Das erste Mal und sofort geschafft. Hier eine Halbsonne. Wenn du etwas schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bitte erstmal bis dahin und ciao.